Ja, Herr Senotschak, wir haben, ich habe das schon gesagt, wir haben im Grunde eine Lektüregrundlage für unser Gespräch heute hier, die uns vorliegt. Wir haben einmal das Buch, was schon 2011 erschienen ist, ich zeige das mal ganz kurz, Deutschsein, eine Aufklärungsschrift von 2011. Und das jüngste Buch ist Das Fremde, das in jedem wohnt, das ist 2018 erschienen. Bevor ich zu den Büchern komme, möchte ich gerne einen Punkt aufgreifen, den Frau Bordelko gerade gesagt hat, als sie sie vorgestellt hat. Sie hat sie als den türkischstämmigen Schriftsteller vorgestellt. Ist das ein Attribut, was für Sie wichtig ist, genannt zu werden, dass Sie türkischstämmig sind, oder würden Sie gern darauf verzichten? Also erstmal guten Abend. Das ist nicht wichtig für mich, nein. Das ist aber auch nicht so, dass mich das besonders stört, wenn das jemand so auch formuliert. Ich würde lieber sagen Herkunft als stämmig. Das hat eher so linguistische, historische Ursachen, würde ich sagen, weil ich so ein bisschen Abstammungskritiker bin in meinem Denken. Da ist mir das Wort, der Begriff Herkunft näher, vom Herkommen, ja, und Ankommen und Ankunft. Also es gibt eine schönere Assoziationskette als bei der Stämmigkeit, wo selten was stimmig ist. Aber ich glaube nicht, dass es das Wesentlichste ist. Ich glaube nicht, dass wir den Blick auf den anderen so verändern können. Der ist einfach da. Mhm. Es geht darum, ihn wahrzunehmen. Also wir nehmen ja oft den Blick auch gar nicht wahr, sondern wir gehen ja immer so von Prämissen aus, die so postuliert werden, die aber vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht stattfinden. Und das ist eigentlich so der Ursprung meines Schreibens, dass ich versuche, diese Klüfte, diese Unterschiede, diese Differenzen wahrzunehmen, die einfach bei diesen vorpostulierten Sicherheiten, die man haben muss, wahrscheinlich in bestimmten Debatten oft verloren gehen. Und dazu gehört eben auch die sogenannte Abstammungsfrage. Woher kommt ein Mensch? Wie viel Herkunft muss sein? Was ist Integration oder was ist hinderlich für die Integration, wenn Herkunft da ist? Ist das hinderlich? Ist das gut? Können wir Vielfalt feiern? Ist das eine Bedrohung? Also wenn wir reinschauen, dann kommen wir, glaube ich, weiter, als wenn wir nur über die Begriffe diskutieren. Halten Sie es denn für eine Einwanderungsgesellschaft, für ein Einwanderungsland für wichtig, sozusagen, dass man nochmal sich darüber Gewissheit verschafft, wo kommt eigentlich jemand tatsächlich her? Wenn man wirklich ein Land hat aus unterschiedlichen, mit Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, ist das wichtig für ein Einwanderungsland oder wird sich das irgendwann sozusagen wird das immer unerheblich sein, spielt das immer keine Rolle mehr? Ich würde die Frage ganz andersherum stellen. Wie wichtig ist das für die Menschen, die hierher kommen? Das ist die erste Frage, die man stellen muss. Was wollen Sie mitbringen? Wollen Sie was mitbringen? Sind das überhaupt Einwanderer, die hierher kommen? Was sonst? Ja, Touristen, Studenten, Deutschland Interessierte, vorübergehend hier wohnende, übrigens Millionen, die so sind. Die kommen hier, wohnen, gehen wieder weg. Das nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Also unsere Vorstellung ist, wenn jemand nach Deutschland kommt, der wird hier bleiben, klar. Und das stimmt ja schon mal gar nicht. Also das sind so diese Prämissen, die ich sage, die immer so klar im Kopf sind, die aber in der Wirklichkeit gar nicht da sind. Zweite wichtige Frage, ist denn Deutschland ein Einwanderungsland? Sagen Sie es mir. Nein, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch nie ein Einwanderungsland werden. Aber wir haben es da vorne stehen. Ja, nein, aber das hat nichts mit Politik zu tun, sondern das ist eine psychologische Grundhaltung. Einwanderungsland bedeutet, Sie machen sich Gedanken darüber, wie Sie Menschen anderer Herkunft in das Land aufnehmen und nicht, wie Sie sozusagen notwendigerweise oder gezwungenerweise plötzlich die Türen aufmachen. Das ist nicht Einwanderung. Ja? Das ist was anderes, was da abläuft. Und das, weil wir diese Begriffe ständig vermischen, oder wenn Sie zum Beispiel Gastarbeiter ins Land holen, sogenannte Gastarbeiter, 60er Jahre, gehen wir mal zurück. Es war das. Da wurden Menschen aus verschiedensten Ländern Südeuropas, Südosteuropas nach Deutschland geholt. Da gab es eine Geschäftsgrundlage. Die ist ja heute vergessen. Die Geschäftsgrundlage hat Deutschland gut getan. Darf ich ganz kurz, ich glaube, da wird der Tonmeister sich freuen, wenn ich das ein bisschen... Okay. Ich bewege mich zu viel wahrscheinlich. So vielleicht besser. Ja. Ja. Diese Geschäftsgrundlage, die heute fast vergessen ist, das war keine Einwanderung. Auf beiden Seiten nicht.
Ja, welcher Gastarbeiter ist nach Deutschland gekommen mit der Idee, hier zu bleiben? Das gab es gar nicht. Das alles ist im Laufe der Zeit entstanden. Und wir haben leider, das habe ich in meinen Büchern beschrieben, dieses Entstehen sehr schlecht begleitet. 80er Jahre, 90er Jahre, wirklich viel, viel Zeit verloren. Und deswegen muss man ehrlich sein und sagen, wir haben Einwanderung, wir sind kein Einwanderungsland. Was machen wir jetzt mit dieser Diskrepanz? Gut. Da würde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Bevor wir aber dazu kommen, ist es denn nicht auch sozusagen völlig natürlich, sage ich jetzt mal, dass sozusagen die einheimische Bevölkerung sich darüber oder dafür interessiert, wo kommen sie eigentlich her? Dass man eben auch absolut. Dann, dass man auch fragt, dass man Interesse hat, neugierig ist und sagt, natürlich. Also, das stört mich nicht. Das kann man doch eigentlich gar nicht sozusagen den Leuten vorwerfen, oder? Mich stört das nicht. Es gibt Kollegen, die sagen, das wollen sie nicht mehr hören und so. Mich stört das nicht. Ich versuche mit diesen Fragen sehr gelassen umzugehen. Mhm. Ja. Solange ich nicht einen klar erkennbaren Rassismus spüre, den es natürlich auch gibt, in jeder Gesellschaft gibt es den, ist es für mich im Grunde genommen völlig absolut legitim zu fragen, woher kommt ein Mensch, was ist sein Hintergrund, was haben die Eltern gemacht, wo hat man gewohnt. Ich komme zum Beispiel aus München, ich lebe in Berlin, das ist ja auch interessant, nicht? Und das ist eigentlich das Erste, was ich sage, wenn ich in Berlin gefragt, woher kommst du, sage ich, ich komme aus München, bin in München groß geworden, das ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und auch keine Kleinigkeit. Aber natürlich bin ich in der Türkei geboren, da gibt es auch nichts zu verstecken. Mhm. Kommen wir zu Ihrem Buch, das schließt auch direkt daran an. Das Fremde, das in jedem wohnt, so ist der Titel. Was ist das Fremde, das in Ihnen wohnt, Herr Senuçak? Ist das das Türkische, ist es das Deutsche oder ist es gar nichts davon? Weder noch. Das ganze Buch zeigt auch, dass das Türkische und das Deutsche so eine Sache ist, nicht? Bei mir ist das Fremde im Grunde genommen mein Vater gewesen. Jetzt wird man sagen, wieso der Vater? Ich bin in einer Familie aufgewachsen und darauf basiert eigentlich die Erzählung dieses Buches, die ganz unterschiedliche Hintergründe hatte. Also Mutter, ganz anderer Hintergrund als Vater. Der Vater, ländlicher Hintergrund, sehr fromme Familie, mein Vater sehr mystisch angehauten, intellektueller, aber ein gläubiger Muslim. Meine Mutter, eine typische kemalistische Familie, die Eltern, Großeltern, mehrere Generationen Richter, Offiziere, also alles so Bürokraten. Diese klassische türkische modernistische Etikette und Elite. Ja. Und dass die beiden Familien waren sich von Anfang an fremd. Also sobald ich mich erinnere, so ins vierte, fünfte Lebensjahr zurück, sehe ich große Fremdheiten, wie sich diese Familien begegnen. Ja. Und wie haben meine Eltern diese Fremdheit überwunden? Erlauben Sie mir da eine Bemerkung? Bitte. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe und Sie, wie Sie Ihre Eltern beschreiben, die müssen sich wirklich sehr geliebt haben. Ja, das ist eine Liebesgeschichte. Das ist eine Liebesgeschichte. Das habe ich deswegen auch aufgeschrieben, ein bisschen verfremdet, aber im Großen und Ganzen, so wie ich sie gesehen habe. Und das hat eben auch sehr lange gehalten, diese Beziehung, bis zum Schluss. Beide leben ja nicht mehr. Aber für mich war es spürbar, dass Fremdheit im Grunde genommen etwas ist, woran man sich gewöhnen muss. Man macht einen Prozess durch. Man muss es nicht, aber man kann. Und das interessiert mich. Wie ist das, dieses Angewöhnen? Und das vermisse ich so ein bisschen in unseren Debatten, dass wir gar nicht die Gelegenheit haben, uns aneinander zu gewöhnen. Weil wir schon von vornherein haben wir eine klare Klassifikation, eine Definition, wie jemand ist, woher jemand kommt und wie er zu handeln hat und wie er nicht zu handeln hat und so weiter. Und diese Möglichkeit sozusagen, die da ist, wenn eine Differenz auftaucht zu etwas Neuem hin, das verpassen wir. Das ist schade für unsere Gesellschaft. Man könnte ja meinen, da wir in einer Zeit leben, wo viel von Vielfalt die Rede ist, von Diversität und so weiter, dass sich sozusagen diese ganzen Kategorien ja vielleicht möglicherweise auflösen oder keine Bedeutung zumindest, keine große Bedeutung haben. Aber wir haben ja eigentlich genau den gegenteiligen Prozess. Wir brauchen gerade offenbar sehr, sehr viele Eindeutigkeiten wieder. Wir brauchen wieder Kategorien, in denen wir sozusagen Leute dann fest zuschreiben können und so weiter. Also naja, Vielfalt, Diversität schafft offenbar mehr. Wenn Menschen aus der Vielfalt kommend solche Abgrenzungen schaffen würden, wäre das ja ein kreativer Prozess. Aber kommen wir aus der Vielfalt? Wir kommen eigentlich aus dem leeren Raum meistens. Was meinen Sie mit leeren Raum? Leerer Raum ist eigentlich das, was eben der Zuwanderer, der Mensch, der dazukommt, der kommt aus einem leeren Raum für die hiesige Gesellschaft. Wer interessiert sich schon für die Welt,
der anderen. Mhm. Ja. Und gleichzeitig aber kommen auch Deutsche aus einem leeren Raum, aus wahnsinnig stark verdrängten Geschichten. Ich habe das sowohl im Deutschsein als auch im letzten Buch immer wieder thematisiert. Nicht nur meine Beobachtung, sondern wenn Sie die deutsche Geschichte anschauen, diese monströse Geschichte des 20. Jahrhunderts, das sind ja solche traumatischen Erfahrungen, die da drin stecken, durch Schuld, durch Vertreibung, durch Täter-Opfer-Kombination, im Grunde genommen, ich hatte zum Beispiel einen sehr guten Freund, eigentlich meinen ersten Freund in Deutschland, bis in die 80er Jahre, 10, 15 Jahre lang, habe ich gar nicht gewusst, dass das eine sudetendeutsche Familie ist. Mhm. Die haben überhaupt nicht darüber gesprochen. In der Türkei wäre das unvorstellbar. Jeder spricht irgendwie über diesen, woher kommt er, ist der Kurde, ist der Tscherkesse, ist der Georgier, ist der Grieche, ist der, was, woher kommt er, was ist passiert und so. Und das war kein Thema in der Familie. Ja. Und durch Zufall habe ich das entdeckt und dann habe ich lauter Fragen gestellt und wurde seltsam angeschaut. So hat die Mutter, wieso ist das von Belang? Ja. Und also nur als eine Illustration. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Frage, eben ist, wenn wir schon so schnell sind, sagen, wir sind hier eine Einwanderungsgesellschaft, dass wir erst einmal die Frage stellen, wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Kommen wir zu Ihnen, wer Sie sind und woher Sie kommen. Denn Sie sind eingewandert. Anders als ich sind Sie eingewandert. Sie waren 8 Jahre, als ich geboren wurde, genau. 1970. Sie haben da eine Passage in Ihrem Buch, die wir vielleicht jetzt bei der Gelegenheit einmal kurz zum Besten geben können. Ja, also das Buch hat einige so biografische Passagen, die da ein bisschen fiktiv ausgemalt werden. Mhm. Aber ich wurde von meinen Altersgenossen beneidet, als ich mit meinen Eltern nach Deutschland zog. Im 9. Lebensjahr gibt es für einen Jungen kaum etwas Wichtigeres als Fußball. Das ist heute so und war 1970 erst recht nicht anders. Gerade in Deutschland angekommen, stand die Weltmeisterschaft in Mexiko auf dem Programm. Unvergesslich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Viertelfinale gegen England, Halbfinale gegen Italien, knappe Spiele mit Toren in letzter Minute. Ich verfolgte diese Spiele live in einem kleinen oberbayerischen Ort auf einem Farbfernseher, der unserer Wirtin gehörte. In der Türkei gab es damals noch gar keine Fernsehsendungen. Ich hatte in den Ferien bei meiner Rückkehr in die Türkei viel zu erzählen. Einer meiner Freunde wollte wissen, ob ich schon so viel Deutsch sprechen konnte, dass ich den Kicker zu lesen imstande war. Kicker? Ich zuckte mit den Achseln. Ich wollte nicht zugeben, dass ich im Deutschen mehr oder weniger noch Analphabet war, ein Analphabet im 9. Lebensjahr. Ich zog ja nicht einfach nur nach Deutschland. Mein Vater, der nichts von Fußball hielt, hatte sicherlich unbewusst und dennoch zielsicher die Stadt München als unseren neuen Wohnort ausgewählt. München. Diese Stadt lag in Bayern. Und Bayern und München kombiniert, reiste ich also zu Bayern München aus. Ein Club, der schon damals in der Türkei sehr populär war. Ein Grund für mich, mit ihm zu fremdeln. Keiner meiner türkischen Freunde konnte meine Begeisterung für 1860 München oder den ersten FC Köln teilen. Doch ich wollte mich von meinen Freunden in der Türkei unterscheiden. Ich wollte eine gewisse Distanz zu ihnen aufbauen. Dies konnte nur geschehen, indem ich ihre Begeisterung für den FC Bayern München nicht teilte. Heute kann ich zugeben, dass ich insgeheim stolz darauf war, in jene Stadt zu ziehen, in der dieser Club spielte und überhaupt nach Deutschland, in das Land von Beckenbauer und Co. Fast 50 Jahre sind vergangen. In Deutschland geborene türkische Jugendliche drängen in die deutsche Nationalmannschaft. Einer dieser türkischen Namen, der als deutscher Fußballnationalspieler bekannt geworden ist, hat eine besondere Stellung errungen. Als Regisseur des deutschen Spiels, als kreativer, unersetzbarer Spieler in der Aufstellung des Weltmeisters Mesut Özil. Neulich gestattete der hochdotierte Fußballer der Presse einen Einblick in seinen Alltag. Dabei zog ein üppiges Porträtbild große Aufmerksamkeit auf sich. In der Londoner Villa des deutschen Fußballnationalspielers Mesut Özil hängt das lebensgroße Porträt eines osmanischen Sultans. Es handelt sich um Selim III., der Ende des 18. Jahrhunderts die ersten großen modernistischen Reformen im Osmanischen Reich eingeleitet hatte. Özil aber glaubt, dass es Mehmet II., der Eroberer von Istanbul ist, dessen Bildnis er da an seiner Wand aufgehängt hat.
Jedenfalls hat er das vor laufender Kamera so behauptet. Und den türkischen Zeitungen war diese Verwechslung eine Nachricht wert. Hinter dieser kleinen Geschichte steckt aber tatsächlich eine größere, bedeutendere Erzählung, eine, die Erwartungen weckt, Zuordnungen und Identität schafft oder auch enttäuscht. Teile der deutschen Öffentlichkeit erwarten, dass der Zuwanderersohn Özil als Teil der deutschen Nationalmannschaft öffentlich das deutsche Lied mitsingt. Schließlich geht es um Zugehörigkeit. Dazu gehören aber auch Emotionen. Emotionen werden in der Intimsphäre erschaffen und strukturiert. Sie können öffentlich ausgelebt werden oder auch nicht. Özil beruft sich stolz auf die türkische Geschichte. Sie bestimmt seine Fantasiewelt. Dabei kommt es nicht auf historische Genauigkeit an, sondern auf die Bilder im eigenen Kopf. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist mehrfach gebrochen. Ein deutscher Nationalspieler, der sein Brot in London verdient, hängt einen osmanischen Sultan an die Wand und präsentiert ihn voller Stolz Kameras, die seine privaten Gemächer filmen dürfen. Dabei verweist er auf die angeblichen Verdienste dieses Herrschers, der Eroberung von Istanbul 1453. Ist der in Deutschland geborene Nachfahre von Türken etwa nicht ein Erfolgsmodell für die Integration, wie mancher sie haben will? Er hat wenig bis gar keine Ahnung von der Geschichte seiner Vorfahren. Das hält ihn aber nicht davon ab, sich auf diese Geschichte zu berufen. Für die türkische Presse dagegen wird hier nicht einfach nur ein Unwissen offenbart, sondern die Geradlinigkeit der Geschichte verletzt. Der Eroberer wird ausgetauscht gegen einen Reformer. Ist der Reformer aber nicht der eigentliche Held? Der Eroberer dagegen ein Schreckgespenst bis in unsere Tage? Zumindest für alle, die in einer modernen Welt friedlich zusammenleben wollen? Anscheinend nicht für einen in Deutschland geborenen jungen Fußballer, genauso wenig wie für die vielen Anhänger einer Wiedererweckung des Osmanentums in der gegenwärtigen türkischen Politik. In der Sehnsucht nach einer starken, ungebrochenen, reinen Identität steckt viel Energie. Sie biegt Erzählungen zurecht, bringt Unvereinbares zusammen, ist eigentlich die Ursprungsquelle einer heterogenen Überlieferung, die jede Art von Widerspruch in sich birgt. Der Zeitgeist aber duldet keine Widersprüche. Er sehnt sich nach der einfachen, linearen Geschichte. Die Geschichte als Märchen und Legende mit vorgegebenem Anfang und Ende, mit Gut und Böse, die Tradition wird weitergegeben, sie ist gottgewollt und nicht hinterfragbar. Vielleicht sind historische Bezüge für Kinder von Migranten einfach nur Märchen. Schließlich spielt sich ihre Kindheit ja fern ihrer ursprünglichen Heimat ab. Geschichten aus dieser fernen Heimat können leicht Märchencharakter annehmen. Ja, vielen Dank. Also die Passage war vor dem Özil-Thema. Ja, du am Bild, ne? Genau, ja, davor richtig, geschrieben. Genau. Und ich habe es auch nicht verändert. Sie können echt gut Deutsch lesen, muss ich sagen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Sprechen auch. Vielen Dank. Noch besser. Sagen Sie, Sie vielleicht haben vielleicht als Türke dann noch einen anderen Zugang zu einer so schillernden Figur wie Mesut Özil. Warum irritiert er die Deutschen so sehr? Ja, weil das, was beschrieben ist, eben gar nicht auf unserem Schirm ist. Wir denken, Mensch kommt, wächst hier auf, dann hat er klare Bezüge und dann hat er sich anzupassen, hat das und das und das und das zu machen. Ja? Und wenn er das liefert, ist es okay. Ja? Wenn er das nicht liefert, wird nicht gefragt, warum liefert er das nicht ab oder was passiert da eigentlich? Und ich glaube, dass die Generation, das ist sehr interessant, meine Generation, wir waren ja die Überangepassten, wenn man so überhaupt vom Wir sprechen darf, weil, wie gesagt, 60, 69, 70 nach Deutschland gekommen, das hieß, da waren ungefähr 30.000 Kinder in meinem Alter so in Deutschland, die aus der Türkei stammten. Das war eine völlig vernachlässigbare Gruppe. Also wir waren nicht irgendwo sichtbar, sondern für uns war es klar, viele, wenn sie anschauen, so Figuren, die man so kennt, in meinem Alter oder ein bisschen jünger, fast alle haben die gleiche Biografie und fast alle können sehr gut Deutsch. Überraschend. Können sogar schreiben. Ja, ja. Überraschend. Ja. Und was wollte man? Man wollte eigentlich aufgehen. Wir sind Assimilationskönige. Wir haben uns assimiliert. Nur die deutsche Gesellschaft hat das gar nicht wahrgenommen. Weil in den 80er Jahren wurde ich dann plötzlich entdeckt als deutsch schreibender Türke zum Beispiel in München. Da gab es einen Preiswettbewerb. Da wurden deutsch schreibende Ausländer prämiert. Daraus ist dann ein Chamisso-Preis entstanden. Und war gut gemeint. Das war Integration. Man wollte die aufnehmen. Mhm. Gleichzeitig aber grenzte man sie vollkommen aus, vor allem Menschen wie mich, die im Grunde genommen Assimilierte waren. Ja.
Das Wort darf man ja auch nicht benutzen, ich benutze es ganz bewusst, weil das war es auch. Mhm. Also dieses Eingehen in alles, was man vorgefunden hatte, ist auch nichts Schlimmes. Ich sage ja, die Menschen müssen das selber entscheiden. Wenn sie sich wirklich dafür entscheiden und sagen, ich fühle mich hier wohl, ich finde Oktoberfest toll, ich finde FC Bayern toll, ich finde, ich kann Deutsch schreiben, ich schreibe jetzt Bücher auf Deutsch, alles wunderbar. Ja, alles wunderbar. Nur, wie wird das wahrgenommen? Das ist die nächste Frage. Die nächste Frage. Und diese Frage habe ich mich erst Anfang der 90er Jahre beschäftigt, muss ich zugestehen. Bis 90 war das in meinem Horizont überhaupt keine Frage, die irgendeine Rolle spielte, diese Herkunftsfrage. Konkreten Auslöser, dass Sie sich das dann gefragt haben? Ja, zwei Auslöser. Einmal mein bewusster Umzug von München nach Berlin, so geschehen in den Jahren 88, 89. Und dann, November 89, der Mauerfall, deutsche Wiedervereinigung. Aber es geht Sie doch als Türke gar nichts an. Ja, genau, das war nämlich der Punkt. Weil ich wollte ja drüber schreiben. Und genau das hat man mir gesagt. Ich sage, wieso schreibst du eigentlich drüber? Das ist doch völlig uninteressant. Ich sage, bitte? Ich meine, ich lebe in Berlin, ich will drüber schreiben. Ich meine, Texte über Türken in Deutschland so wurde mir aus der Hand weggefressen, aber ein Buch über deutsch-deutsche Teilung, Wiedervereinigung, wie sich rausstellen sollte, im Grunde genommen auch eine interessante Integrationsgeschichte. Schon das zu kombinieren, war zu viel. Also ich meine, ich bin manchmal polemisch, aber es gibt auch Gründe dafür. Also es war schwierig zu kombinieren, dass tatsächlich die Wiedervereinigung West-Ost, diese Kombination von Lebensgeschichten, dieses Aneinanderprallen, dass das irgendetwas zu tun haben könnte mit der erfahrenen, aber nicht bewusst wahrgenommenen und auch nicht akzeptierten Einwanderung. Denn selbst im Jahr 1991 hieß es damals bei Helmut Kohl, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es kann Ausnahmefälle geben, aber Deutschland ist kein Einwanderungsland. Das hat ja bis in die 2000er Jahre so angehalten. Und dieses nicht kombinieren, das versuche ich eigentlich in meinem Schreiben ein bisschen aufzubrechen. Jetzt machen wir ja die ganze Zeit die Deutschen so ein bisschen schlecht und gucken sozusagen, wie wir uns oder wie Sie sich zu den Deutschen sozusagen verhalten. Aber ich fand einen kleinen Satz in Ihrem in dem Part, den Sie jetzt vorgelesen haben, doch sehr interessant. Den kenne ich sozusagen aus eigener Erfahrung ein bisschen. Es ist nur dieser kleine Passus, ein Club, der schon damals in der Türkei sehr populär war. Und dann schreiben Sie, ein Grund für mich, mit ihm zu fremdeln. Warum? Also sozusagen, warum provoziert es Sie, wenn die Türken in der Türkei sozusagen diesen Club toll finden, Sie in Deutschland sind? Und dann sagen, na, das ist für mich ein Grund, genau gegen die jetzt zu sein. Oder eben nicht mit Bayern München zu sympathisieren. Das ist, glaube ich, sehr persönlich. Also es ist eine komische Reaktion, die man hat. Man möchte eigentlich eher mit den Mann. Ich wollte damals eher mit den Underdogs sein. Okay. Ja. Und FC Bayern bei mir zu snobistisch, ehrlich gesagt. Und 60 hat mich fasziniert. Das waren die Underdogs. Aber es hat nichts damit zu tun, sozusagen, dass ihr Herkunftsland, dass die Leute, dass sie sich da irgendwie auch abgrenzen wollen? Ja, das habe ich so geschrieben, aber eigentlich hat es damit nichts Stimmt zu tun. Stimmt gar nicht. Also, man ist ja Literat. Ja, richtig. Passte gerade gut. Oder? Okay, wo wir gerade bei Widersprüchen sind, dann habe ich einen anderen Widerspruch, den ich in Ihrem Werk gefunden habe. Assimilation, das Thema gerade. Das ist doch sehr interessant, dass Sie sozusagen auf der einen Seite machen Sie sich ja sehr stark für Assimilation, ja, und sagen, nein, das ist richtig, wir sollten uns assimilieren und Assimilation ist die Vorbedingung für Integration in eine Gesellschaft. Wir können uns assimilieren. Okay, ist eine Option. Das ist wichtig. Okay, ja. Aber Sie haben sich für die entschieden. Diese Möglichkeit zu haben. Okay, ja. Aber auf der anderen Seite machen Sie sich sehr für, dafür stark, sozusagen, dass man Mehrsprachigkeit beibehält, dass man die Muttersprache, die aus dem Herkunftsland möglicherweise beibehalten kann, dass man Doppelidentitäten haben kann, dass man seinen kulturellen Hintergrund nicht aufgeben muss oder seine mitgebrachte Identität nicht aufgeben muss, um eine hier neu annehmen zu können. Das widerspricht sich doch eigentlich, oder? Ja, wenn man Untertitel wählt, wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten, dann muss sich das ja widersprechen. Das ist ja genau der Clou. Ich meine, wir müssen akzeptieren, dass eben Dinge zusammengehören, die nicht zusammengehören. Ganz anders als der Spruch von Willy Brandt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Nein, es wächst zusammen, was nicht zusammengehört. Und wie sieht das aus? Sieht das nur schlecht aus? Ist das ein ästhetisches Problem oder ein politisches, psychologisches? Aber real ist es so.
Es sind Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Und da ist, denke ich mal, meine Familiengeschichte eben nicht uninteressant, weil da Dinge zusammengekommen sind oder Menschen zusammengekommen sind, die nicht zusammengehören. Sie meinen Ihre Eltern jetzt? Ja, und die Familie, nicht? Also dieses traditionelle türkische ländliche Leben mit der Frömmigkeit, mit der islamischen Kultur, nicht aggressiv, aber doch sehr konservativ, ja. Und dann dieses modernistische, euphorisch-westliche, also alle Weisheit ist im Westen, ja. Es gibt nur eine Zivilisation, es gibt viele Kulturen, nur eine Zivilisation, Originalton Mustafa Kemal Atatürk. Diese Art von bildungsbesessene Aufklärertum, das erinnert mich, deswegen mache ich auch oft diese Hinweise, ein bisschen an das deutsche Judentum. Die haben das im 19. Jahrhundert ähnlich kultiviert, also dieses gerade das Ostjudentum, dieses nach Deutschland Einwandernde und sich vom Jiddischen ins Deutsche hinein begebende, ja, das Deutsch wurde ja, die Sprache wurde ja zur Aufklärungssprache, ja, das ist ja leider in unserem Bewusstsein nicht mehr so vorhanden, aber wenn man anschaut und gerade auch im Deutschland habe ich mich ja damit stärker beschäftigt, diese Art von Modernisierung, dieser Anspruch, der ja faszinierend ist und der auch wichtig ist, gleichzeitig aber doch auch eine Gegenkraft braucht, finde ich, weil es sonst zu überheblich wird, zu arrogant wird, wie es lange Zeit in der Türkei auch der Fall war. Zum Beispiel habe ich bei meinem Vater gelernt, dass man nicht jeden Menschen, der gleich ungebildet ist, also nicht eine Schule besucht hat, duzt, automatisch. Ja? Bei anderen Familien war das völlig, bei der Familie meiner Mutter war das völlig üblich. Ja? Also absurd, aber so, solche Sachen. Solche Feinheiten merkt man natürlich, wenn man mit so Differenzen aufwächst. Müssen sie immer zu einer Katastrophe führen? Also diese Frage stellen wir uns, glaube ich, alltäglich. Ja. Und ich denke, da müssen wir anfangen, dass wir diese Frage stellen und dann sagen, ja, wo gibt es denn die andere Möglichkeit? Gut, dann bohre ich weiter und sage, es gibt einen anderen Begriff, der bei Ihnen auch sehr interessant ist und sozusagen eigentlich gegen den Mainstream gebürstet ist, der Begriff der Parallelgesellschaft. Sie sagen beispielsweise, warum sollte es nicht Parallelgesellschaften geben, solange sie durchdringlich bleiben. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit Ulrike Gero, die Politikwissenschaftlerin, die kennen Sie auch, die hat sich dafür stark gemacht, zum Beispiel, wenn jetzt die ganzen Flüchtlinge kommen, warum schafft man nicht neu Aleppos oder neu, Damaskus oder was auch immer zusammen, ja, warum schafft man das einfach in irgendwelchen Regionen Deutschlands, wo so kein Mensch mehr wohnt und schafft sozusagen Enklaven? Und, das ist Einwanderungsgesellschaft, was Sie gerade beschreiben. Das ist USA, das ist Kanada, das ist Einwanderungsgesellschaft, das ist Australien, das ist Einwanderungsgesellschaft, das sind wir eben nicht. Aber wenn wir eine sein wollen, dann müssen wir auch Neu-Aleppo schaffen. Ja. Das heißt, müssen sagen, wir uns auch in Neu-Aleppo gibt es eine arabische Schule? Ja, unbedingt. Arabische, und die, türkische, und die griechische Arabisch. Schulen gab es in München zum Beispiel. Zwei, soweit ich weiß. Nur oder auch dann deutsche? Ja, auch, natürlich. Also schon Zweisprachigkeit, ja, Mehrsprachigkeit. Absolut, absolut. Okay. Diese Öffnung muss im Grunde genommen, wenn wir Einwanderungsland sein wollen, ich weiß es ja nicht, ich habe das ja nicht gefordert oder so, aber es ist halt, wird so gesagt, nicht? Wenn man das so sagt, dann gibt es Konsequenzen, die muss man diskutieren. Ich finde es immer interessant, dass man in Deutschland so Worte in die Waagschale wirft oder in die Gegend und dann gar nicht weiter denkt, was bedeutet das eigentlich? Ich meine, die Aufnahme von 2 Millionen Menschen innerhalb von kurzer Zeit, das ist etwas in eine Waagschale geworfen. Was bedeutet das? Das ist überhaupt noch gar nicht diskutiert. Ja, wie soll das? Ich beobachte das Tag für Tag. Ich bin in Neukölln, Berlin zu Hause, seit genau 2009. Ich bin extra nach Neukölln gezogen, damit ich über die Dinge, die ich schreibe, auch eine klare Anschauung habe. Ja, war sehr hilfreich. Vorher habe ich in Charlottenburg gewohnt, wie die meisten Kollegen und wie die meisten Politiker und so weiter. Ja. Die wohnen in Charlottenburg. So. Und wenn man in Neukölln ist, dann bekommt man eine ganz andere Erfahrung über diese Dinge. Und das ist ein schwieriges, aber sehr interessantes Viertel, wo vieles schief läuft, wo manches sehr gut läuft. Und dieses muss man genau betrachten und auch kommunizieren. Dann nimmt man den Leuten vielleicht ein bisschen die Angst. Wenn man das nicht macht, dann sind das so dunkle Räume, die entstehen, ja, überall. Und nur mit dem Begriff Integration ist da überhaupt nichts gelöst. Aber ich muss doch sagen, es gibt doch zig Debatten in Deutschland über Integration. Also wenn man über Integration?
Integration, ja, was heißt das? Zuwanderung. Schauen Sie doch mal das Fernsehen an. Die ganzen Talksendungen sind überfüllt mit Themen. Ja. Frank Blasbeck macht ohne Ende Integration. Sicherheit, Islam und so weiter. Das sind doch alles die Themen, die doch laufend diskutiert werden. Ja, und wie breit ist diese Diskussion? Sagen Sie es. Wie tief geht sie? Ja. Also, sitzen die falschen Leute auf dem Panel? Das weiß ich nicht, will ich gar nicht bewerten. Aber ich weiß nur, dass es in Deutschland hervorragende, zum Beispiel Klaus Bader sei genannt hier, hervorragende Wissenschaftler gibt, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Werner Schiffauer fällt mir gerade noch ein. Nicht nur, es gibt noch andere, auch jüngere, die sehe ich, glaube ich, in diesen Debatten, die ich zugegebenerweise immer weniger anschaue, nicht, muss ich sagen. Also kritisieren Sie die Debattenkultur sozusagen in Deutschland, ja, über diese Themen? Ich würde gar nicht da anfangen. Es ist von Anfang an falsch. Es ist, die Debattenkultur beliefert genau das, was im Grunde postuliert wird. Ja? Dass nämlich das alles so einfach von der Hand gehen wird. Es wird nichts so einfach von der Hand gehen. Meson-Phänomen ist ja, das ist ja ein Özil-Phänomen, ist ja im Grunde genommen nicht zufällig entstanden, sondern es ist ja etwas, was sich über lange Zeit entwickelt hat. Und das hat mit unserer Diskussionskultur zu tun, auch unserer Unfähigkeit. Das ist übrigens keine Deutschland-Schelte jetzt, ne, weil Sie das vorhin so meinten, sondern es ist für mich auch eine Frage, wie geht man in ein anderes Land? Was bedeutet das eigentlich? Das ist interessant, die Zuwanderer, viele Zuwanderer und die einheimische Gesellschaft, die spiegeln einander ja richtig, ja, in ihrer Selbstflucht. Das heißt, die einen verschweigen eigentlich ihre Bedürfnisse, bis es dann zu so seltsamen Phänomenen kommt, wie die Sultansporträts an den Wänden und so. Und die anderen haben überhaupt Schwierigkeiten, über dieses Thema offen zu reden. Ja, es ist ja dieser Spruch, aber es muss doch auch mal gestattet sein zu sagen, und das darf man auch mal sagen und so weiter. Es gibt so diese richtige paradigmatische Formeln, wie man etwas ausdrückt, um nicht sofort anzuecken sozusagen. Und das ist einfach ungut. Mhm. Ja, das ist ungut. Flexibilität gehört in der Einwanderungsgesellschaft zum A und O. Das bedeutet Assimilation, ja. Neu-Aleppo, ja. Widersprüche, ja. Jetzt haben wir von Ihnen viel erfahren oder zumindest einen Eindruck bekommen, wie Sie vielleicht über Deutschland denken, über Deutsch sein. Sie haben ein ganzes Buch sogar darüber geschrieben. Ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz jetzt die zweite Passage einlegen. Das Buch heißt ja Die Aufklärungsschrift. Bitte klären Sie uns über die Deutschen auf. Ja. Ja, es geht aber auch wirklich um Aufklärung. Nicht nur darüber aufzuklären, wer Deutsche sind und was Deutsche sind, sondern tatsächlich auch um die Idee der Aufklärung, die ich nach wie vor für sehr wichtig halte, auch immer wichtiger werdend im Übrigen, global gesehen. Kinder und Enkel von Migranten werden in Deutschland ebenfalls als Migranten betrachtet und auch so bezeichnet. Dieser Sprachgebrauch sagt viel aus über deren Perspektiven und Stellung in der Gesellschaft. Das heißt, auch in der zweiten und dritten Generation steht die Herkunft, gemeint ist damit vor allem die ethnische und religiöse Herkunft, vor der Person, vor ihrer Ausbildung, ihrer Weltanschauung und ihrer Lebensweise. Diese Betrachtungsweise hat sich derart etabliert, dass sie schon gar nicht mehr als ausgrenzend und diskriminierend wahrgenommen wird. Dennoch produziert sie einen Spaltpilz, an dem die Gesellschaft noch lange laborieren wird. Wenn es um die Zukunft geht, findet immer ein Gespräch zwischen Geschichte und Gegenwart statt. Dieses Gespräch scheint blockiert zu sein, wenn es um die Zukunft des Einwanderungslandes Deutschland geht. Wie kann ein Land als Einwanderungsland funktionieren, wenn es dies nur widerstrebend geworden ist? Es kann nicht überraschen, dass jedes Problem, das im Zusammenhang mit der Migration auftaucht, hierzulande sofort zu einem Gefühl des Scheiterns beiträgt. Die Integration sei gescheitert, hört man Land auf, Land ab, als hätte man in diesem Lande eine jahrzehntelange Integrationspolitik betrieben. Es ist ein gefühltes Scheitern, das tatsächlich mit einem Grundgefühl zu tun hat. Dieses Grundgefühl wurzelt in einem vorbelasteten Verhältnis zu sich selbst und zum Fremden. Die meisten Deutschen haben das Gefühl, nicht unbefangen mit Fremden umgehen zu können. Ein offenes Gespräch über den Fremden, bei dem man sich Luft verschafft, hat immer einen erleichternden Charakter. Das Gespräch über den Fremden ist aber kein Gespräch mit ihm.
Wer mit dem Fremden spricht, ist hierzulande vor allem mit den eigenen Tabus beschäftigt. So kommt es zu keinem Dialog, sondern zu einem Monologisieren, dessen Zweck vor allem die Überwindung eigener Tabus ist. Es ist demnach kein Zufall, dass die seit Jahren intensiv geführten Debatten um Integrationsfragen sehr wenig Widerhall bei den Einwanderern finden. Vielleicht kann sie ja auch nicht anders, diese immer wieder zitierte Leitkultur der Deutschen. Denn ihr ist eine weltoffene, kosmopolitische Elite als Akteur weitgehend fremd. Die meisten Türken in Deutschland entstammen einem bäuerlichen Umfeld. Integration in die Bürgergesellschaft würde bedeuten, dass sie sich verstädtern müssten, so wie sie es in der Türkei auch hätten tun müssen. Wo aber sitzt in Deutschland eine bürgerliche Elite, die die Funktion einer Empfangsdame übernehmen könnte, die diesen Menschen die Tür öffnet und sie anleitet? In Deutschland gibt es viele, zu viele Türsteher, aber nur wenige Empfangsdamen. Wer sich nur ein wenig in der Geschichte auskennt, dürfte sich darüber nicht wundern. Dieses Land hat im letzten Jahrhundert fast seine gesamte weltoffene bürgerliche Elite verloren. Wer öfter durch die USA reist, begegnet dort den Kindern und Enkeln dieser Elite. Sie sind amerikanische Staatsbürger. Ja, vielen Dank für diese Passage. Und die habe ich auch einem Freund vorgelesen und habe ihn damit offenbar provoziert. Und er hat mir die Frage gestellt, die ich jetzt gerne Ihnen stellen möchte. Er hat mich gefragt, wo siehst du eigentlich die deutsche Spezifik im Umgang mit Zuwanderern, mit Einwanderern, mit Gastarbeitern, mit Ausländern? Was unterscheidet sozusagen, oder würden Sie sagen, dass es anders in Deutschland läuft, gelaufen ist, als beispielsweise in anderen klassischen Einwanderungsländern, wie beispielsweise Frankreich, Großbritannien, Benelux, Schweden? Da sind ja auch zig Türken, Serben, Spanier, Griechen und so weiter ausgewandert. Gibt es eine konkrete deutsche Spezifik im Umgang mit dem Fremden? Also zunächst einmal sehe ich das nicht im Ausmaß des Rassismus oder des Fremdenhasses. Mhm. Das ist wirklich, glaube ich, überall gleich verteilt. Ich sehe die Spezifik tatsächlich in der deutschen Geschichte. Dieses Thema ist extrem irrational überladen. Mit der eigenen Psychologie eine Identität versucht zu haben, durch die Auslöschung von vermeintlich anderen. In sich selber, nicht draußen irgendwo in einem anderen Land. Das haben wir alle Länder gemacht. Aber zu Hause, bei sich selber, ins eigene Fleisch hineinzuschneiden, um seine Identität sozusagen zu festigen, zu bewahren, zu retten. Das ist schon ein Phänomen, das, glaube ich, immer noch nicht, das man wahrscheinlich auch gar nicht verarbeiten kann. Das ist etwas, was wahrscheinlich durch viele, viele Generationen, die noch kommen, dann irgendwann mal vielleicht so. Ist es das, was Sie sozusagen meinen, wenn Sie schreiben, dass in Deutschland sozusagen sich eine kosmopolitische Elite eigentlich, ja, entweder ist sie ausgewandert oder sie wurde vernichtet? Ja, ja, das gehört dazu. Der Kosmopolitismus, das ist ja, wenn man in Deutschland der 50er Jahre anschaut, nicht, wie kosmopolitisch dieses Land, Heimatfilme, die Kultur der 50er Jahre, es ist ein Land, das die Wunden leckt und zu Hause. Und dann kommen Tausende von Fremden, Gastarbeiter, nicht? Da gibt es ja sehr schöne frühe Fassbinder-Filme über dieses Thema, nicht? Und was ich erstaunlich finde, ist, dass wir das alles ja schon vergessen haben. Wir diskutieren jetzt über die Flüchtlingskrise und die Zuwanderer, die wir brauchen, qualifizierte, nicht qualifizierte Krankenpfleger und so, als hätten wir nie so etwas erfahren. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Ende der 50er Jahre hat das begonnen, 60er, 70er, 80er. Und es gab so viele Phasen dieser Einwanderung oder dieser Nicht-Einwanderung, dieser Anwerbung von Fremden. Und man muss wirklich mal sich hinsetzen, und das ist jetzt kein Angriff auf die Psychologie oder so, sondern ich habe nur versucht, eigentlich Dinge zu benennen, die ich sehe, die ich wahrnehme, die ich so spüre, die ich auch in Gesprächen spüre. Das Resultat ist unbefriedigend für das Land selber. Warum? Weil wir im Grunde genommen nur Zuwanderer gutheißen und liebhaben, die sozusagen unter uns sind. Wir haben unheimlich Schwierigkeiten, auf Augenhöhe Zuwanderung zuzulassen. Das hat auch mit dem schwachen Bürgertum zu tun. Das ist ja das, im Grunde genommen
ist die deutsche die Zuwanderungsgeschichte Deutschlands, das ändert sich vielleicht jetzt in der nicht nahen Zukunft, ein bisschen hat sich das nach der Finanzkrise geändert, durch die Soziologie der jungen Spanier, Italiener und so weiter, die Griechen, sind, ja. die nach Deutschland gekommen sind. Aber wenn Sie Soziologie anschauen, was passiert da eigentlich? Da wandert sozusagen die provinzielle ländliche Schicht, also Menschen mit ganz wenig Mitteln, wenig Bildung, aus den südeuropäischen Ländern nach Deutschland. Und wohin wandern die? Na, in die Arbeiterviertel natürlich. Die wandern in die Arbeiterviertel, die wandern in die Industrie, in die Zeche. So, das ist eine ganz klare Bewegung. Ja? Das ist sozusagen eine soziologische Begegnung, die schon klar definiert ist. In der ist der Aufstieg ja überhaupt gar nicht vorgesehen. So wie es in den USA vorgesehen ist, in Kanada vorgesehen ist, Australien vorgesehen ist, dass die aus den Kindern was wird, dass die sozusagen, was passiert? Die Kinder landen in der Hauptschule, viele gehen in die Sonderschulen. Familien, die ihre Kinder in die vermeintliche Heimat nach Hause schicken, die haben mehr Akademikerkinder als die, die hier geblieben sind. Und das ist doch eine Schande für dieses Land, das mit einem so doch etwas auch auf seinem Bildungssystem, hoffe ich doch ein bisschen noch, hält. Also das sind so Fragen, die man gar nicht diskutiert. Ich finde diese Diskussion überhaupt gar nicht. Das ist nicht die Frage, ob man jetzt im nächsten Ort eine Moschee baut oder nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was machen wir mit der Bildung? Was machen wir mit den Aufstiegschancen? Deswegen ein bisschen provokant diese Empfangsdame. Also jemand, der auch das Vertrauen, dass diese Kultur hier, dass diese zivilisatorische Leistung, dass sie was Großartiges ist. So wird es nämlich wahrgenommen. Ja, das war die Wahrnehmung, Deutschlands Wahrnehmung in der Generation meiner Eltern, meiner Großeltern. War so, trotz Hitler. Ja, das war so, es war positiv. Und warum? Wegen der Bildung, wegen den Aufstiegschancen, wegen der, also viele, viele, viele Gründe, aber vor allem. Ja. Und dass man das selbstbewusst darstellt, ohne dass man anderen diffamieren muss, niedermachen muss, geringschätzen muss, das ist doch eigentlich nur möglich in einer gesetzten, sich ruhig entwickelt habenden bürgerlichen Gesellschaft, muss man ganz offen sagen. Man muss ja auch sagen, sozusagen, dass Sie in dem Buch sich ja ganz stark auch mit Deutschland selbst identifizieren. Also Sie sagen, Sie sind stolz auf das deutsche demokratische System beispielsweise, absolut. Sagen das Regierungssystem. Also Sie sind ja jetzt kein deutschen Hasser. Um Gottes Willen, ja, ich lebe gar nicht hier. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie jetzt so sprechen, könnten Sie, oder ist das für Sie wichtig zu sagen, sprechen Sie jetzt eher sozusagen als... Ja, also was sprechen Sie eigentlich? Sprechen Sie als Kosmopolit oder wie würden Sie sich selber verorten? Ja, ich fühle mich schon so ein bisschen als Weltbürger, auch wenn es wahnsinnig altmodisch klingt. Und ich hoffe, dass sich in Deutschland diese Richtung entwickelt und nicht in einer eher finsteren, sich abschottenden Richtung. Ich glaube, sie wird sich auch in diese Richtung entwickeln. Das ist aber nicht einfach. Und man muss auch daran arbeiten. Es ist also nicht gesetzt, dass das so wird. Ja? Mhm. Und man muss das auch kommunizieren, auch mit Menschen, die nicht so denken. Ich versuche, diese Menschen zu erreichen. Es ist unendlich schwer. Es gibt kaum Foren, wo wirklich man mit Menschen zusammenkommt, die ganz anders denken, die sich abschotten wollen, die wiederum nationalistische Vorstellungen stärker postulieren. Das wird ja nicht abnehmen in nächster Zeit, würde ich sagen. Und da bin ich also durchaus ganz offen, auch mit diesen Menschen zu sprechen, zu diskutieren. Und mir geht es nicht darum, tatsächlich irgendwas irgendjemandem heimzuzahlen oder so. Ich habe die Zeit, die ich hier verbracht habe, bisher sehr genossen und ich habe auch davon profitiert. Das habe ich versucht, auch in meiner Sprache sozusagen festzuhalten. Bevor wir gleich das Podium jetzt hier erweitern, vielleicht noch eine Frage nochmal, sozusagen, die nochmal den Weg nochmal umdreht. Sozusagen. Sie sind nach Deutschland eingewandert, aber Sie bereisen ja auch die Türkei. Wenn Sie in der Türkei sind, was spüren Sie dort sozusagen? Werden Sie dort als der Deutsche wahrgenommen? Ja, die Türkei ist durch den Wind. Es ist ein sehr verunsichertes Land, das viele verschiedene Phasen gleichzeitig erlebt, seit 2002, 2003. Also ein Obskurantismus neben Hypertechnologie, Rüstungswahnsinn, neben ganz alternativen Farmen mit grüner Umweltschutzideologie. Und alles ist zusammen gleichzeitig. Und niemand weiß genau, in welche Richtung das geht. Ich glaube, diese Krise mit Europa hat der Türkei nicht gut getan. Dieses Techtelmechtel, was nicht gut gegangen ist sozusagen. Und das hat das Land sehr verunsichert.
Und es wird auch demagogisch ausgenutzt. Aber ich bin nicht ganz, ich war vor 2 Jahren düsterer in meiner Vorstellung. Hier, als ich das Deutschsein schrieb, war ich sehr hoffnungsvoll. Weil die Türkei, nicht weil ich aus der Türkei stamme, ist ein sehr wichtiges Land. Warum? Wegen meiner Familie, wegen meinem Vater und wegen meiner Mutter, wegen dieser Begegnung. Weil wo hat es diese Begegnung so extrem, so klar, so deutlich gegeben als in der Türkei, in der islamischen Welt? Das ist die Tür sozusagen nicht nur in die Moderne, sondern auch zum Gespräch, zum Beerdigen des Kriegsbeis. Aber davon ist die Türkei heute weiter weg als vielleicht vor 10, 15 Jahren. Das ist ja, da gibt es ja auch viele, viele Leichen im Keller und das würde jetzt das alles sprengen, nicht? Aber deswegen, also da bin ich zwiegespalten. Aber Sie berichten davon in Ihren Büchern sozusagen, dass Sie sich aber auch gegenüber der Türkei und auch gegenüber Ihrer Familie in der Türkei so zunehmend so eine Art Entfremdungsprozess stattfindet. Ja, natürlich. Die ist ja schon, wie gesagt, Entfremdung war ja in meiner Familie immer da, weil ja eben nicht alles eins zu eins deckungsgleich war, kulturell, nicht? Eine gewisse Entfremdung. Entfremdungserfahrung, das haben wir, ja? Das ist kein Thema. Aber die Entfremdung wird dann wirklich problematisch, wenn man überhaupt keine Veränderungsmöglichkeit mehr sieht. Denn sagen die Prognosen sehr, sehr düster geworden sind. Und die waren, würde ich sagen, durch die letzten 2, 3 Jahre sehr düster. Es gibt Hoffnungsschimmer, aber es wird nicht einfach werden. Jetzt habe ich Ihnen sehr viele Fragen gestellt. Haben Sie eine Frage an mich? Fühlen Sie sich wohl im Gespräch? Ja. Sehr gut. Durchaus. Gut. Ja, dann Safa Şenolçak, vielen Dank für dieses Zwiegespräch. Und dann bitte ich nun bitte unsere weiteren Gäste, Herr Baricelli, Frau Hagenmüller und Frau Rupprecht, bitte aufs Podium. Ich setze mich mal ganz kurz da hinten an den Rand. Nee, bleiben Sie ruhig sitzen, ja. Dann gehe ich da rein. Ja, ich glaube, ich brauche es jetzt nicht nochmal extra vorzustellen. Alle haben, glaube ich, erfahren, wer Sie sind. Das wird sich vielleicht im Gespräch auch nochmal ergeben. Wer möchte gerne was zu diesem Gespräch sagen? Irgendwelche Eindrücke? Hat es Sie angesprochen? Hat es Sie eher abgestoßen? Fanden Sie es interessant? Langweilig? Irgendwelche Punkte, die Sie vielleicht da mal hervorheben wollten? Vielleicht fange ich mit einer Sache an. Ich habe natürlich sehr, wie wahrscheinlich alle, sehr interessiert zugehört und fand einen Punkt ganz wichtig, nämlich den des Miteinandersprechens. Und das ist was für uns im Museum und in dieser, ich komme aus dem Deutschen Hygienemuseum, das ist kein Geschichtsmuseum, aber wir haben eben im letzten Jahr eine große Ausstellung gezeigt, die heißt Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen. Und eine wichtige Erfahrung, die wir in dieser Ausstellung gemacht haben, ist, dass es wichtig ist, sich zuzuhören. Und wir haben viele Perspektiven eingebunden gehabt in dieser Ausstellung von Menschen, die Rassismuserfahrungen haben. Und das war in Interviews oder auch in direkten Gesprächen. Und genau dieses Zuhören und nicht übereinander sprechen und nicht Vorurteile oder Urteile, Ideen, die man hat, einfach zu bestätigen. Insofern, das war ein Punkt, wo ich dachte, das ist was ganz Wichtiges. Hm. Mein Sohn war heute beim Kinderarzt, meine Frau erzählte mir das und er sagte, ihr habt alle ein Problem, sagte er, ihr könnt nicht mehr zuhören, also weil ihr einfach eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne habt. Ist das etwas, was Ihnen im Unterricht auch so begegnet, was Sie so kennen, Frau Hagenmüller? Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Also ich habe im Moment gerade eine 5. Klasse übernommen und da haben wir jetzt viele Stunden damit zugebracht, was ist ein Zeitstrahl. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz fertig. Aber andererseits habe ich einen Geschichtsleistungskurs, der eine sehr große Aufmerksamkeitsspanne hat. Ich habe jetzt gerade auch, als Sie gelesen haben, mal überlegt, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund habe ich denn in meinem oder Jugendliche in meinem Kurs sitzen. Und wir haben 2 Geschichtsleistungskurse und beide haben mindestens 1/3 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund dort. Und die sind eher neugierig und offen und da ist diese Konzentrationsspanne sicherlich auf jeden Fall da. Aber es ist auch eben dieses, wir müssen im Dialog bleiben, immer hinterfragen, das eigene, das Fremde gegeneinander abwägen. Also das, was Geschichte ausmacht, machen. Und das klappt? Das klappt mal mehr und mal weniger gut, aber da wir im Gespräch bleiben, klappt das dann immer besser. Also man muss das auch lernen.
Aber Rachelli, Sie sind ja wahrscheinlich auch mit ausgesucht worden, weil Sie eben auch einen Migrationshintergrund vielleicht mit dabei haben. Haben Sie sich in dieser Debatte irgendwie wiedergefunden? Also ich meine, als Italiener vielleicht oder mit italienischem Hintergrund, hat man vielleicht nicht diese typischen Probleme, die die Türken in Deutschland haben? Ja, zunächst einmal, ich hätte tatsächlich auch noch lange zuhören können und wir sind jetzt hier unglaublich privilegiert, dass wir sogar äußern dürfen, was uns durch den Kopf gegangen ist im Laufe der Lesung und des Gesprächs. Und ich könnte mir vorstellen, dass die allermeisten hier jetzt gerne hier auch oben sitzen würden und was sagen würden dazu. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, eine Sache, ich komme auch sofort auf Ihre Frage, aber eine Sache, die ich so gar nicht erwartet hätte, dass es sehr, sehr viel um den Begriff des Fremden und des Fremdseins geht. Und das sind Dinge, die in der Schule selbstverständlich auf einer impliziten Ebene eine ganz große Rolle spielen, aber explizit, glaube ich, heute nicht mehr so hervorgeholt werden, im Gegensatz zu dem, wie es früher war. Und andererseits ist der Geschichtsunterricht natürlich der Ort, wo es per Definition um das Fremde geht, um das zeitlich Fremde und das kulturell Fremde. Und deswegen ist ja auch so ein guter Ort, sich über diese Dinge auseinanderzusetzen und über Einwanderung und über Anerkennungsfragen und über Normalzustand. Ich würde gar nicht so sehr sagen, dass das Gegenteil des Fremden das eigene ist, sondern es steht immer die Vorstellung des Normalen im Raum. Es gibt irgendwie einen Durchschnittswert und den wollen wir alle erreichen und der sieht eben so aus, wie wir ja alle wissen, eher so eine Art Schreckfigur, der Normalzustand. Also als Italiener, ja, das ist schon richtig, kann mich da selbstverständlich auch viel wiederfinden, aber ich komme ja aus einer binationalen Ehe. Meine Mutter ist Deutsche, aber es war ja tatsächlich so, dass mir persönlich Ende der 60er Jahre Sprache, wir sprechen hier über Sprache, das ist ja das Thema dieser Veranstaltung hier und damals gab es eindeutige medizinische Hinweise dafür, dass das Aufwachsen mit zwei Sprachen das Kind, den Zögling unwiderruflich blöd machen würde und deswegen war das den Eltern nicht erlaubt, sozusagen. Natürlich konnte man das nicht verbieten, aber meine Eltern haben daran geglaubt und so ist mir verboten worden, die Sprache meines Vaters zu lernen als Kind. Und so an dieser Stelle waren wir in Deutschland auch schon und da muss ich doch sagen, dass sich da schon einiges getan hat und dass wir da heute ganz anders über diese Dinge sprechen. Aber sicherlich für die Italiener, die sind vielleicht nicht ganz so fremd, wie die Türken fremd gewesen sind, kulturell, religiös selbstverständlich auch, spielt schon eine ganz wichtige Rolle, das haben wir heute auch schon gehört. Aber ich kann mich da an vielen Stellen wiederfinden. Und das Merkwürdige ist, vielleicht kann man das auch mal erwähnen, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Als junger Mensch war mir das eher fern oder man wollte das auch nicht zulassen, hat darüber ganz absichtlich nicht weiter nachgedacht. Und das kommt jetzt, mit den Jahren kommt es wieder etwas stärker, aber auf einer ganz anderen Ebene, auf einer reflexiveren Ebene dann auch. Mhm. Frau Hagenmüller, Sie haben mit Schülerinnen und Schülern zu tun, ich vermute mal, ich weiß es nicht, ich frage jetzt einfach mal, aus unterschiedlichen Ländern kommt. Ja. Wie kann man sich die Zusammensetzung vorstellen? Also ich habe mal überschlagen, also wir müssten so bei Migrationsanteil, wie es so schön heißt, bei ungefähr 46% bei uns an der Schule liegen. Etwas ältere Zahlen, glaube ich. Wir haben eine sogenannte Vorbereitungsklasse bei uns an der Schule. Das heißt, die Schüler, die später zugewandert sind, kommen in die Klasse, lernen Deutsch, kommen dann in die Regelklassen und müssen immer noch weiter Deutsch lernen. Was sind denn das für Ausländer? Wo kommen die her? Von Südamerika bis Armenien, China, Eritrea, Bulgarien, Türkei, Afghanistan, Italien. Ja, sehr viele unterschiedliche Länder. Wie greifen Sie das im Unterricht auf, dass Sie sozusagen unterschiedliche Herkünfte haben? Ist das sozusagen in Ihrem Curricula vorgesehen, dass Sie diese Biografien, diese speziellen Geschichten, Hintergründe, die Kinder mitbringen, dass die irgendwie im Unterricht mit aufgegriffen werden, wenn die diskutiert, thematisiert? Das ist allein dahingehend sehr schwierig, wenn, also die Kinder haben ein Anrecht, 2 Jahre vermehrten Deutschunterricht zu bekommen. Und da reicht das natürlich nicht aus, um tiefergehende historische Debatten oder politische Debatten zu führen. Also da fehlt einfach auch das Fachvokabular. Und im letzten Jahrgang habe ich Kinder erst in der 8 oder 9 bekommen. Dann sind wir in der Geschichte ziemlich weit fortgeschritten. Bewegen wir uns irgendwo um die Französische Revolution, fangen mit dem deutschen Nationalstaat an. Und da fehlt zum einen diese europäische Geschichtszweig als Hintergrund plus das Fachvokabular und gleichzeitig ist das Curriculum so eng, ich muss 89 enden und dazwischen muss ich ziemlich viel machen, dass ich gar nicht die Kinder wirklich einbinden kann. Also ich habe einen Schüler aus Armenien gehabt, dem ich mehrfach gesagt habe, ich würde gerne deine Geschichte einbinden.
passt auch irgendwie grundsätzlich ja zu Europa, aber wir gar nicht dazu gekommen sind, weil es so einengend war. Also es ist nicht offen genug, das Curriculum. Ich spitze mal zu. Sie haben ja an der Gesamtschule die interessante Konzeption, dass Sie Geschichtsunterricht, aber auch Gesellschaftskunde haben. Ja. Ich formuliere mal etwas spitz die These, ist nicht vielleicht Geschichtsunterricht sozusagen genau der falsche Ansatz, sozusagen, um mit unterschiedlichen Herkünften klarzukommen? Wäre Gesellschaftskunde sozusagen ein Fach, sozusagen, was sich von der Geschichte befreit, vielleicht dann der günstigere Ansatz? Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns bei uns als Kollegen, die dieses Fach unterrichten, das sind Historiker, das sind Geografen und das sind Sozialwissenschaftler, aber und auch ganz, ganz viele, die das fachfremd machen. Aber eigentlich ist es das perfekte Fach, weil wir haben eine Geschichte, die in der Mitte steht. Und, Was heißt in der Mitte? Also Geschichte gibt uns so diese Zahlen vor, diese Struktur. Und immer lebt irgendwo eine Gesellschaft. Und diese Gesellschaft braucht Regeln, um miteinander zusammenleben zu können. Das heißt, sie nimmt wieder Einfluss auf die Geschichte und die Geschichte auf die Gesellschaft. Und gleichzeitig leben wir in einem Raum, der Einfluss auf die Menschen hat und auf die Geschichte hat, sodass alle drei Fächer eigentlich wunderbar miteinander verbunden sind. Und wir sie auch gar nicht bewusst sagen, so jetzt gucken wir uns heute mal nur Erdkunde an und dann gucken wir uns mal nur Geschichte an und dann gucken wir uns mal nur Politik an, sondern immer da, wo es sinnvoll ist, wird es miteinander verwoben. Macht es aber schwer in der Oberstufe, wo wir alle drei Fächer als drei Fächer haben. Und dass die Kinder das dann wieder auseinanderklamüsern müssen, so wo gehört denn jetzt was hin? Und ja, aber das haben wir doch damals mit dem Zusammenhang besprochen, also da wird das neu gemacht. Frau Ruprecht, Sie haben ja auch in Ihren Ausstellungen, beispielsweise die Rassismusausstellung jetzt zuletzt, kommen ja auch Schülerinnen und Schüler zu Besuch. Wie erfahren Sie diese Kinder sozusagen, die ins Museum kommen? Was sind das für Themen, die Sie interessieren? Wie haben Sie gerade auch zu dieser Ausstellung sich verhalten? Also zum Glück sind in dieser Ausstellung ja ganz viele gekommen, die Kinder und Jugendlichen, die das ja oft gar nicht selbst entscheiden, sondern mit ihren Lehrerinnen und Lehrern kommen. Und für uns ist dann die große Herausforderung, dass die, auch wenn sie vielleicht am Anfang keine Lust haben, in dieses Museum zu gehen, rausgehen und sagen, war doch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, die Chance, die man mit so einer Ausstellung haben kann, ist, dass man zum einen, gerade wenn es um Geschichte geht, und auch in dieser Ausstellung ging es ja, es ging um Nationalsozialismus, ging überhaupt um die Konstruktion von wissenschaftlichen Rassetheorien, aber es gab immer wieder auch biografische Ansätze. Und sozusagen die Geschichte zu verorten an einzelnen Beispielen und das anschaulich zu machen. Ich glaube, das ist das, was ein Museumsbesuch leisten muss. Und das andere ist natürlich, dass eine Ausstellung alleine für so einen Besuch mit einer Schulklasse, glaube ich, auch nicht reicht, sondern es ist die Frage, was dann dort passiert und wie man es schafft, das, was in der Ausstellung zu sehen ist, zu verknüpfen mit den Lebenswelten, den Fragen der Jugendlichen. Was sind das für Fragen, die interessiert haben, die Jugendlichen? Wir haben erstmal natürlich auch überlegt, was interessiert uns und wir haben oder was wollen wir vermitteln mit so einer Ausstellung. Und wir haben zum Beispiel zusammengearbeitet mit der Afrika-Wissenschaftlerin Josephine Apraku, die auch das Institut für die diskriminierungsfreie Bildung gegründet hat, weil wir sind nie die Fachwissenschaftler für so ein Thema. Und wir haben Josephine Apraku gefragt, was kann das Vermittlungsziel in so einer Ausstellung sein? Und mir ist das noch sehr im Kopf, weil sie gesagt hat, wenn es uns gelingt, in dieser Ausstellung zu vermitteln, dass das, was wir als normal wahrnehmen, kritisch zu hinterfragen, das haben wir viel geschafft. Und insofern ist das so ein Ansatz, den wir hatten und diese Idee, weil ich glaube, die wenigsten Jugendlichen kommen selbst oder wir wissen das nicht in dieser kurzen Zeit, die sie im Museum sind, mit welchen Interessen sie kommen. Aber wir müssen das sozusagen schaffen, von Dingen auszugehen, die sie selbst kennen und Denkprozesse anzustoßen. Mhm. Herr Baricelli, Sie haben jetzt zwei verschiedene Beispiele von Vermittlungsinstanzen gehört, sozusagen Jugendlichen, Kindern. Geschichte oder Gesellschaftskunde im weiteren Sinne vermitteln wollen. Ist das State of the Art in der Geschichtsdidaktik? Ja, ich denke immer mehr, auch in der Einsicht, dass wir tatsächlich alle am selben Strang ziehen, mit unterschiedlichen Mitteln und mit unterschiedlichen Räumen, die wir auch dafür bespielen dürfen und vielleicht auch mit unterschiedlicher Anerkennung. Schule in Deutschland besitzt eine sehr, sehr hohe Anerkennung. Bildung, das formale Bildung, das ist wohl schon richtig. Vielleicht ist das mit den Museen
wird immer noch oft so als eine Elitenveranstaltung apostrophiert, ist es natürlich längst nicht mehr, aber es wird schon hauptsächlich noch so gesehen. Aber wir ziehen schon alle am selben Strang und das hat gerade was historisches Lernen angeht, meiner Betrachtung nach auch seine Gründe. Denn das, was Sie veranschaulichen nennen, das passiert eben im Geschichtsunterricht, in dem dort eben erzählt wird. Das ist eben diese Universalie des Menschen, egal welchen Problemen er sich gegenüber sieht und seine eigene Biografie in die Kontexte einzuordnen und die im Geschichtsunterricht sind, haben die dann eben eine historische Dimension und meinetwegen auch eine Herkunftsdimension, aber jedenfalls gibt es da irgendwelche Vorfahren von mir, die da waren auch schon mit irgendwie beteiligt und haben da, waren da selber auch aktiv und das kann man eben nur durch Erzählen zum Ausdruck bringen und Erzählen ist etwas, es gibt keine Kulturen, in denen nicht erzählt wird, das gibt es einfach nicht und insofern, das ist diese Universalie und man kann damit schon sehr, sehr viel erreichen und ich würde sogar sagen, der Geschichtsunterricht ist auch der einzige Ort, in dem in dem Sinne auch narrativ und historisch tatsächlich erzählt wird und damit die Jugendlichen erstmal auf einem Schutzraum sich über etwas unterhalten können, was sie nicht direkt tangiert zunächst einmal. Das ist im Politikunterricht immer so ein bisschen anders. Da sind sie immer schon gleich mit involviert und wie würdest du entscheiden und wie wäre deine Einstellung? Positionier dich da mal dazu. Und Geschichte wird erstmal sehr viel wahrgenommen und dann wiedergegeben und dann die Nacherzählung erfolgt dann. Aber dann kommt dann natürlich die Aneignung und dann das historische Urteil und dann erzählt man sich selbst in diesen Zusammenhang mit hinein. Und ich denke, das kann an Museen manchmal leichter passieren, weil es keine Noten gibt und all diese Dinge, die dann eine Rolle spielen, weil sie die Experten haben, die wir in der Schule so schwer erreichen können. Wir können eben nicht mal einfach so eine erfahrene Afrika-Expertin, das geht im Zweifelsfall schon, aber man tut sich damit sehr schwer, das in diesen 45 Minuten, 90 Minuten Takt und die nächste Prüfung und Zentralabitur da weiter einzutakten. Aber ich denke, die Strukturen werden ja doch vielfältiger und freier und in dem Sinne passiert da eine ganze Menge und wir ziehen tatsächlich alle am selben Strang. Historisches Lernen als Denkfigur, als Struktur, als intellektuelle Leistung passiert an all diesen Orten. Sie passiert übrigens auch am Küchentisch der Familie, sie passiert auf der Straße, sie passiert im öffentlichen Verkehrsmittel. Man lernt überall in einer gewissen Art und Weise historisch. In der Schule ist es nur institutionalisiert und dann auch vielleicht auch mit Kompetenzen und so weiter versehen. Da möchte ich gerne sozusagen den Begriff des Erzählens nochmal aufgreifen. Herr Jenuschak hat in seinem einem Passage hier vorgelesen, hat vom Märchen beispielsweise erzählt. Wenn ich jetzt vom Geschichtsunterricht jetzt ausgehe, wie erzählt man im Geschichtsunterricht Geschichte? Also lehrt man nicht Geschichte oder fängt man an sozusagen wie so eine Märchentante oder Märchenonkel einfach zu erzählen? Das müssten Sie mir bitte mal genauer erklären. Wie stellen Sie sich das vor, dieses Erzählen von Geschichte? Also zunächst einmal ist, ich gehe immer davon aus, dass Erzählen zunächst etwas Urwüchsiges ist, das dem Menschen mitgegeben worden ist als kulturelle Leistung und die, wie gesagt, Erzählforschung geht davon aus, dass es keine Kulturen auf der Welt gibt, in denen nicht in irgendeiner Art und Weise erzählt wird. Und jetzt kommt es hier nicht darauf an, wie wir eine Erzählung jetzt genau definieren, ob sie einen Anfang und ein Ende hat. Das haben Sie hier auch. Es muss so eine Passformförmigkeit und eine Dramaturgie besitzen. Das mag im Zweifelsfall alles dazukommen. Aber ich denke mir, eine Erzählung, und so sagen wir das in der Geschichtsdidaktik, ist eine Beobachtung, die einen zeitlichen Verlauf besitzt. Früher war es irgendwie anders, heute ist es irgendwie so. Wahrscheinlich ist es demnächst dann nochmal anders, diesen Sinn zu unterstellen. Durch das Erzählen bringen wir Sinn in das, was wir erfahren. Sonst sind es vielleicht wahrgenommene Einzelakte, Ereignisse, Beispiele, die wir zur Kenntnis nehmen, die uns aber überhaupt nicht berühren, weil wir sie nicht mit Sinn aufladen. Damit heißt, für uns weder verfügbar noch relevant machen. Und das passiert in diesem Erzählakt, in dem wir dann Geschichte von der Französischen Revolution, übrigens muss man in Bayern am Ende der 8. Klasse auch schon, jetzt neuerdings auch schon die NS-Zeit und so weiter, also das wird alles noch immer weiter nach vorne verlegt sein, dass wir das wahrnehmen und tatsächlich für uns dann eine Bedeutung darin entdecken. Diese Bedeutung, die kann dann sein, dass wir uns dem anschließen und Mesut Özil sagt, also in irgendeiner Art und Weise erzählt er diese Geschichte traditionell weiter, das bin ich, also ob da nun Süleyman oder jemand anders hängt, eigentlich hängt er in diesem Bild. Er hängt dort in diesem Bild. Das ist die Narration und die wird gar nicht expliziert. Die ist symbolisch im Raum. Und das sind die Dinge, die dann im Geschichtsunterricht mit jeder Jahrgangsstufe stärker reflektiert werden und dann auch angeeignet werden. Und dabei gehen dann die Stoffe natürlich und dann diese Timeline, wessen Geschichte, die eine Geschichte oder auch die 10 Geschichten, die vielleicht zur Verfügung stehen, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht. In jeder Unterrichtsstunde wird die Geschichte überhaupt erst
konstruiert, die erzählt wird. Insofern erzählen wir nie eine Geschichte, die jemandem gehört, sondern sie wird gemeinsam im Klassenraum ausgehandelt. Und dann gibt es natürlich noch Lehrpläne, die da auch noch ein bisschen was mitschwingen. Und aber das möchte ich mal den Experten für Erzählung sozusagen mal fragen. Stimmen Sie damit überein? Ganz was Persönliches. Also ist natürlich, wenn es so sich entwickelt hat, ist es wunderbar. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Einblick in den Geschichtsunterricht heute. Aber was ich wahrgenommen habe, war in den Jahren 1972 bis 1981 in München im Gymnasium, wo Geschichtsunterricht nicht unwichtig war, muss man sagen, so vom Umfeld her, zwei Sachen. Das eine, es war natürlich eine rein abendländisch erzählte klassische Geschichtsunterricht. Ja. Da fand sozusagen das, was über den Balkan hinausging, sowieso gar nicht statt. Das gab es alles nicht, sondern es war mitteleuropäisch, abendländisch zentriert, kennen wir ja alles. Zweitens, es fehlte der Heldenepos. Der Held fehlte. Es gab keinen Atatürk. Nicht mal Bismarck war ein Held. Der war so abgeblättert. Wilhelm schon gar nicht. Und über den Dritten wollen wir gar nicht reden. Also es war irgendwie seltsam. Und dass das so seltsam war, war für den Einwandererkind, ja, das hat ihm niemand vermittelt. Das war die Welt da so, die Welt dort so. So, das musste ich machen. Ich musste die Aufgabe übernehmen, meine eigene Empfangsdame sein und schauen, was wird hier eigentlich vermittelt. Ja. Deswegen, es geht ja unglaublich ins Eingemachte. Also mich würde es wirklich interessieren, wie das heute ist, weil wenn da Kinder aus, 25 Ländern sitzen, in denen wirklich unterschiedlichste Erzähltraditionen, es gibt ja nicht die eine Art zu erzählen, sondern vorhanden sind, was wir eigentlich dann machen, wenn wir sagen, wir haben das Richtige, es ist alles schlecht, was ihr da macht mit euren Helden und so. Eigentlich lief das so ab und ihr müsst das mal hinterfragen. Ist das der Standpunkt, der ist so ein bisschen öffentlich, in der Öffentlichkeit ist das so ein bisschen im Vordergrund. Ne? Die anderen haben ihre Geschichte nicht abgearbeitet, die haben alles verdrängt, wir Deutschen haben das vorbildlich gemacht und hier hat man ein Beispiel, wie man das sozusagen machen muss und wer da nicht mitmacht, ist sowieso gleich Außenseiter. Also ist das so die Konstruktion? Das kommt ja in der Öffentlichkeit so raus, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich zu wenig. Das ist komplizierter. Ja. Also das würde mich einfach interessieren. Also mein Geschichtsunterricht bis 94 war ähnlich. Ja. Und hätte ich nicht meine Oma gehabt, die Geschichte erzählt hat, mir das greifbar gemacht hat, auch mit persönlichen Geschichten, hätte ich nie Geschichte studiert. Ich habe in meiner Schullaufbahn nie was von den Herero und Nama gehört. Es war... Gab's nicht. Ich auch nicht. Das Erzählen funktioniert, indem man die mit Geschichten packt, die bei ihnen sind. Mhm. Und das wirklich, glaube ich, Bedeutendste ist, wir haben bei uns an der Schule, also wir sind eine Schule mit Courage gegen Rassismus und haben immer einen Tag, den wir genau zu diesem Thema Rassismus machen, altersgemäß. Und die Oberstufe, die Q2, also die Abitur machen, bekommen Besuch von in Kooperation mit dem LVR Bonn und der Uni Bonn zu dem Thema Widerstand im Nationalsozialismus. Und seit 2 Jahren ist ein sogenannter Zeitzeuge da. Er ist kein echter Zeitzeuge, sein Vater war einer der Attentäter vom 20. Juli. Und er schafft es, die Kinder und die Jugendlichen so in ihren Bann zu ziehen, dass sie es nie wieder vergessen werden. Das ist etwas, was da hängen bleibt und die fangen an, das zu verstehen und auch zu verstehen, was seine Geschichte für eine Auswirkung auf sein Leben hat und zu verstehen, warum machen wir Geschichtsunterricht, was hat das mit mir selber zu tun und mit mir in der Gesellschaft. Das heißt, der sitzt da auf einem Stuhl und vor der Klasse und fängt an, einfach zu erzählen. So war das damals oder so hat mein Vater das mir erzählt. Ja, und ich habe den Vortrag jetzt 3-mal gehört schon, er berührt mich jedes Mal wieder und er liest am Ende den Abschiedsbrief seines Vaters kurz vor seiner Hinrichtung an seine Frau, also an die Mutter unseres Zeitzeugen vor. Und egal wie unruhig es vorher war, und da ist es auch vollkommen egal, aus welchem kulturellen Hintergrund jemand kommt, das ist was, das verstehen alle. Aber das ist doch dann tatsächlich, das ist dann das Medium der Vermittlung, das ist die Geschichte, die jetzt sozusagen expliziert wird im Raum. Aber das ist nicht das Ergebnis des Lernens, sondern das Ergebnis des Lernens, wie bei Ihrer Großmutter ja auch, ist die Mischung von beidem. Sie kommen mit Ihrer Familienerzählung, hören dann dort die Stoffe, Sie lesen das Schulgeschichtsbuch, verstehen nur die Hälfte davon, aber irgendwas verstehen Sie nicht, ziehen Sie schon davon raus. Oder die Schüler tun das dann so. Und am Ende steht eine Aneignung, also eine Vorstellung von Welt, von vergangener Welt, von mir selbst. Das wäre ja fatal, wenn wir jetzt sagen,
sagen würden, diese Geschichte des Zeitzeugen, sie, so wertvoll sie ist, ist jetzt die einzig gültige Geschichte. Nein, so meinen Sie das nicht. Das ist der Ausgangspunkt der Überlegung, an der jetzt weitergearbeitet wird. Ich danke Ihnen übrigens für diese Formulierung, Geschichten, die bei den Schülern sind. Das habe ich mit der Präposition noch nie gehört. Das ist sehr poetisch. Wunderbar. Ja, ich möchte noch den Begriff des Lernens nochmal, den Sie gerade angesprochen, aufgreifen. Und da komme ich mal zu Ihnen, Frau Ruprecht. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, als Sie diese Ausstellung gemacht haben, habe ich Sie gefragt, was glauben Sie denn, was die Besucher sozusagen gelernt haben? Sagen Sie, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, was wir gelernt haben. Was haben Sie denn gelernt in der Ausstellung? Also eine wichtige Sache war sicher, dass wir als Museum wollten wir diese Ausstellung machen, weil wir unsere eigene Institutionsgeschichte kritisch zeigen und beleuchten wollten. Vielleicht müssen Sie mal ganz kurz nochmal drei Worte zu sagen. Das Deutsche Hygienemuseum ist 1912 gegründet worden, hat 1930 eröffnet worden und hat sich 1933 sofort von selbst in den Dienst der nationalsozialistischen Rassenideologie gestellt und hat in dieser Zeit wirklich an den großen Reichsgesundheitsschauen mitgearbeitet, kleine Ausstellungen über Land geschickt und hat einfach Rassenideologie nicht nur verbreitet, sondern überhaupt die Bilder dafür erst konstruiert. Und damit wollten wir uns auseinandersetzen und haben begonnen, diese Ausstellung zu machen. Es hat eine weiße Kuratorin gemacht, ich verwende jetzt mal diesen Begriff. Und im Prozess des Ausstellungsmachens ist ganz klar geworden, das können wir nicht alleine machen, sondern da brauchen wir noch andere Perspektiven von außen und da müssen Leute einbezogen werden, die Rassismuserfahrungen haben, die wir nicht haben. Und dann ist also eine Gruppe von 8 Leuten dazugeholt worden, auch Wissenschaftler, Aktivisten, jedenfalls alles Leute mit Rassismuserfahrung, und diese Ausstellung ist eine andere geworden, als wir das gemacht hätten. Und dann da nochmal auch den Blick auf die Institution, vielleicht auch gewissermaßen auf den institutionellen Rassismus zu richten, sich eigener Privilegien bewusst zu werden und auch nochmal zu sagen, wir schauen oder wir werden anders mit diesem Thema umgehen, wenn wir keine Rassismuserfahrung haben, als jemand, der Rassismuserfahrung hat. Und da sind wir genau wieder an diesem Punkt, wo es darum geht, sich einfach zuzuhören. Es gab so verschiedene Themen, wo dann von gesagt wurde, auch in den Gruppen, in den Diskussionen, das ist doch nicht rassistisch. Man sagen muss, vielleicht bin ich oder wahrscheinlich bin ich nicht diejenige, die das entscheiden kann, sondern das muss, wenn das jemand anders empfindet, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Mhm. Aber ich wollte eine andere Sache noch sagen. Sprache ist das Thema hier. Wenn ich aus dem Museum komme, ist natürlich für uns auch noch eine ganz entscheidende Frage, die Frage der Bilder. Und das ist was wir in der Ausstellung auch thematisiert haben, und es ging sehr wohl auch um Bilder, die in Geschichtsbüchern sind. Und ganz viele Themen, wenn wir über Migration, über Einwanderung sprechen, ganz oft werden immer wieder stereotype Bilder verwendet und werden damit natürlich auch Vorstellungen. Können Sie ein, zwei Beispiele? Bei Migration ganz oft, auch in Migrationsausstellungen gibt es einen Koffer und einen Pass, der irgendwo gezeigt wird. Kennen Sie den Portugiesen, der 1 millionste, glaube ich, Ausländer, der ein Moped oder so bekommen hat? Also es gibt also einige Bilder, die so. Und ich glaube, und für diese Ausstellung war es für uns eine große Frage, wie können wir über Rassismus sprechen und Rassismus anschaulich machen, ohne das zu reproduzieren. Und ich glaube, das ist nicht nur für uns sozusagen im Museum und in dieser Ausstellung eine Frage, sondern das ist auch für Schulen eine ganz wichtige Frage, und die Bilder, das wollte ich einmal hier noch mit anbringen. Mhm. Nicht reproduzieren sozusagen diese Dinge, die wir beklagen. Bitte. Was dazu fügen darf. Ich habe das Gefühl, dass der Begriff Rassismus auch immer auf die Weißen sozusagen zugemünzt wird. Die Weißen gegen andere. Der Rassismus ist aber über die Farbgrenzen hinweg verbreitet. Darüber wird fast gar nicht gesprochen, habe ich den Eindruck. Also dieser Rassismusbegriff im Kopf, der geht tatsächlich über eine bestimmte Hautfarbe hinaus und ist ein Kulturphänomen. Und ich weiß nicht, ob das stattfindet überhaupt in diesen Diskussionen. Wir haben das für die Ausstellung zum Beispiel auch lange diskutiert, ob wir das in einer ganz internationalen Perspektive sehen. Und dann haben wir gesagt, das ist riesig groß und wir haben eigentlich genug zu tun, wenn wir auf Europa gucken. Und in dem Fall ist es natürlich dann doch ein Rassismus, der sozusagen von den Weißen ausgeht. Wo es um die Machtposition geht, ne? Wo die Weißen die Machtposition haben, das wirkmächtig auszuüben. Aber ich möchte noch mal ein Stichwort, das mich so ein bisschen getriggert hat, aufgreifen. Weiße Kuratorin, haben Sie gesagt. Und
wird daraus im Umkehrschluss sozusagen, wenn wir Migrationsgeschichte oder Geschichte sozusagen mit unterschiedlichen Herkünften, Kinder aus unterschiedlichen, Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern kommend, wenn wir die vermitteln, führt das irgendwann zu dem Punkt, wir brauchen sozusagen Leute mit Migrationshintergrund, die genau dann diese Fächer unterrichten müssten? Also sozusagen, ja, also nehmen wir sozusagen das so ein bisschen auf, dieses Migrationsgespräch und sagen halt, nur die können tatsächlich darüber sprechen, die anderen können das gar nicht. Oder ist das eher eine Sackgasse, dass nur Betroffene sozusagen daran beteiligt sein sollten? Wer möchte, bitte. Ich habe jede Menge Kollegen mit Migrationshintergrund, die auch Geschichte unterrichten. Und ich weiß nicht, ob die es anders oder besser machen, aber ich habe da ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, weil das für mich ganz normal ist, dass die da sind und Geschichte, Politik, was auch immer unterrichten. Naja, man kennt das ja, man sagt, wenn du Streetworker bist, musst du Türke sein, wenn du in so türkische Straßenzüge reingehst und so weiter. Oder Polizei sollte am besten, wenn sie da und da wie tätig ist, sollten sie am besten irgendwie auch einen Migrationshintergrund haben, weil man glaubt, dass die eine höhere Kompetenz hätten oder eine höhere oder mehr Lösungsansätze hätten, mit den Leuten umzugehen. Wäre das sozusagen auf den Lehrberuf auch so übertragbar? Also, oder ist das eine Sackgasse, wie gesagt? Also auf einer ganz formalen Ebene würde ich ja denken, selbstverständlich Dinge, Instanzen, Institutionen, die uns alle gleichermaßen betreffen, sollten auch die Gesellschaft abbilden als solche nach Möglichkeit, und zwar in alle Richtungen, jetzt nicht nur ethnisch-kulturelle, sondern selbstverständlich auch Geschlechter und auch alles, was damit zusammenhängt. Auch unterschiedliche soziale Milieus mischen sich sehr, sehr wenig in Deutschland, auch daran wäre zu denken. Bei Ihnen würde ich sagen, die Voraussetzung dafür, dass es so ist, dass Sie relativ viele Minority Teachers, wie man sie in den USA nennt, besitzen und das gar nicht jetzt als jetzt gesondert irgendwie wahrnehmen. Das hat natürlich zur Voraussetzung, dass es tatsächlich auch so ist und dass sie es nicht als etwas Besonderes konnotieren. Aber an vielen Schulen ist das selbstverständlich immer noch so. Und ich denke mir, in einer gewissen Art und Weise, irgendwann haben sie hätte man tatsächlich ein Defizit, wenn es nicht so wäre. Andererseits ist das theoretisch ist es ein sehr ungelöstes Problem. Die Kulturstaatsministerin Frau Grütters verbiegt sich ja nun vor der Presse, um klarzumachen, warum die neue Leitung des Jüdischen Museums in Berlin jetzt keinen Vertreter der jüdischen Gemeinde in seinen Aufsichtsgremien sitzen haben muss. Und das kann man unendlich lang diskutieren. Aber ich denke, auf einer formalen Ebene muss doch für Repräsentation gesorgt sein. Das ist doch die Gesellschaft und die muss sich doch vollständig widerspiegeln in diesen Institutionen auch. Ich denke auch, also gerade auch in den Museen ist durchaus noch Luft nach oben, wenn es um Diversität geht. Und wir haben auch lange sozusagen darüber diskutiert, können wir auch Führungen machen in dieser Ausstellung, können wir über Rassismus sprechen. Ich sitze hier, also ich denke, ich kann das schon. Aber ich halte das für ganz wichtig, dass es sozusagen diesen Versuch gibt, da mehr Diversität zu haben, weil eben so unterschiedliche Erfahrungen einfließen und weil wir diesen Austausch einfach brauchen. Aber reproduzieren wir dadurch sozusagen nicht die Kategorien, die wir eigentlich sozusagen mal so fragmentierend wahrnehmen? Herr Senocak. Kommt auf den Inhalt an, glaube ich. Also gar nicht so jetzt auf die Akteure, die vorne stehen und was erklären, sondern auf den Inhalt. Was wird vermittelt? Darauf kommt es an. Also deswegen meinte ich das mit dem Farbrassismus. Also es kommt auf die Inhalte an und nicht eben auf den Standpunkt von einzelnen Menschen, die vielleicht irgendwie einen Streit austragen, nicht vielleicht, sondern bestimmt einen Streit und einen Konflikt austragen. Davon haben wir viele. Ja, das wird so sein, das wird immer so sein. Da wird es keine Einigung geben in vielen, vielen Dingen. Also die Geschichte des Imperialismus zu erzählen, von dieser oder anderen Perspektive, das kann man nicht harmonisieren, das ist einfach unterschiedlich. Aber tun wir es, also machen wir das. Erzählen wir das tatsächlich aus unterschiedlichen Perspektiven oder, wie es in meiner Erfahrung halt war, einfach so völlig aus der abendländischen oder Kreuzzüge, ja, eine einzige Perspektive, zack, und das wird erzählt und dann ist es wurscht, ob das ein Ex-Türke macht, Ex-Araber macht, Ex-Japaner macht oder ein weißer Deutscher, das ist völlig egal. Interessant ist der Inhalt, das ist der Lehrplan. Also das ist das, was mich interessiert. Sie wollten dazu was sagen? Nee. Gut, dann, ich merke, hier vorne wird schon viel geflüstert, man wird ein bisschen unruhig, glaube ich. Ich mache noch eine Frage und vielleicht eine etwas provokante Sache zum Schluss, bevor wir dann hier fürs Publikum öffnen. Der Fall in der Schule, ich konstruiere das jetzt mal, aber vielleicht ist es auch gar nicht so konstruiert, NS-Unterricht Holocaust. Es sitzen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler aus unterschiedlichen Ländern, auch aus arabischen Ländern,
Wie gehen Sie damit um, sozusagen, wenn dann die Geschichte erzählt wird des Holocaust, die Judenvernichtung erzählt wird, und Sie haben dann Stimmen von Kindern beispielsweise aus Palästina, aus, weiß nicht, aus Ägypten, Syrien, Jordanien, die dann vielleicht sagen, naja, geschieht dem vielleicht ganz recht. Wie greifen Sie sowas auf? Also sozusagen ein Thema, was völlig tabu, also wo wir eine eigene Sprache, wie Sie auch in Ihren Büchern ja schreiben, wir haben eine eigene Sprache sozusagen für die Vergangenheitsbewältigung ja geschaffen, ja, eine sehr klinische, wir haben es verkapselt, wir haben es irgendwie in neue Worte gekleidet, in Formeln gekleidet. Wie gehen Sie darum, wenn ein Junge oder ein Mädchen aus Palästina sagt, ja, aber das geschieht denen ganz recht, das mache ich mit uns den ganzen Tag? Fragen, wie er oder sie darauf kommt. Und das dann sagt sie, weil ich das so erlebt habe, mein Bruder ist erschossen worden. Dann ist es meine Aufgabe, das Ganze erstmal zu dekonstruieren, um da Verständnis für die Perspektive zumindest zu wecken, um dann andererseits bei ihm oder ihr Verständnis für die andere Perspektive und die andere Wahrnehmung zu haben. Und ich glaube, das Falscheste ist hinzugehen und zu sagen, so, das darfst du nicht sagen oder das ist kategorisch falsch. Das ist ja meine Kategorie, die ich anlege und sage, es ist falsch. Das hat derjenige ja vielleicht ganz anders gelernt und dann kommen wir ins Gespräch und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, wir müssen im Austausch bleiben. Herr Baricelli, was sagt die Theorie? Ja, wenn ich jetzt darauf antworte, zunächst einmal muss ich was vorwegschicken. Solche Fälle gibt es natürlich, aber die gibt es ganz genauso natürlich auch bei Jugendlichen ohne arabischen Hintergrund. Und die gibt es im Übrigen auch bei sehr vielen Nicht-Jugendlichen, sprich Erwachsenen. Und das machen sie eigentlich die größeren Probleme, denn wir haben es hier mit Erziehungs-, mit Zöglingen sozusagen, mit Schutzbedürftigen auch zu tun. Und die haben auch einen Schutzraum erstmal in der Schule. Und da sollen sich auch erstmal auch gedanklich austoben können. Dafür ist Schule auch da. Aber jetzt das mal so vorweggeschickt zunächst einmal. Und ich denke mir, natürlich ist man dann erstmal, steht man baff da. Und ich habe solche Situationen selbstverständlich auch schon erlebt. Ich habe sie auch schon mit biodeutschen Schülern auch schon erlebt, auch in meinen eigenen Klassen. Davon mal abgesehen. Und ich natürlich zunächst einmal anhören, Perspektiven dekonstruieren, kontextualisieren. Natürlich auch sagen, du darfst das hier sagen. Ich weiß, du hast deine Gründe dafür. Das sagst du nicht einfach so, aber nun wollen wir mal gemeinsam gucken, auf welcher Ebene sich dein Urteil bewegt und ob du noch weitere Informationen brauchst und ob du da nicht Äpfel mit Birnen und so weiter und so weiter. Das würde man am Ende natürlich alles tun. Ich möchte nur darauf hinweisen, ägyptischer Schüler, islamischer Schüler, islamischen Hintergrund, es gibt sehr, sehr gute Beratungsangebote überall in Deutschland, auch hier im Ruhrgebiet, die sich genau mit solchen Fragestellungen auch befassen. Und auch solche Leute kann man mal in die Klasse einladen, in den Unterricht. Dann kann man diese Situation auch mal ja provozieren und vielleicht auch mal erst mal vorspielen. Man muss ja nicht immer erst die Ernstsituation abwarten, sondern Schule soll ja auch simulieren. Eigentlich ist der ganze Unterricht ist Simulation. Und deswegen kann man so eine solche Szene auch mal in den Klassenraum bringen und dann besprechen. Dass es aber letztlich selbstverständlich ein Problem ist von Schule, Lehrkräften, von den Schülern, von den Mitschülern selbstverständlich auch. Der sagt das auch zu seinen Mitschülern, nicht nur zu der Lehrkraft. Das muss dann alles halt immer mit bedacht werden. Mhm. Herr Jenoschak, haben Sie da auch eine Position zu? Also das Beispiel ist sehr extrem. Es gibt drunter viele Beispiele, die viel schwieriger sind. Nehmen Sie eine Figur wie Amin al-Husseini, den Mufti von Jerusalem. Die Darstellung hier in Deutschland ist, das ist der Mufti, der Hitler getroffen hat. Mhm. Ja. Die Darstellung in den arabischen Erzählungen mehrheitlich ist, das ist ein nationaler Widerstandskämpfer, der sozusagen nichts anderes versucht hat, als Palästina, die Einwanderung der Juden nach Palästina zu verhindern und deswegen eben diesen Pakt gesucht hat. So. Das sind verschiedene Nationalerzählungen. Das ist unsere Schutzerzählung, die wir natürlich aus unserer Geschichte mitbringen. Dann gibt es aber die andere Erzählung, die genauso Bestand haben könnte, ja, wenn man jetzt einfach ganz nüchtern die Geschichte Palästinas anschaut und das, was sich da ereignet hat. Wie soll man das lösen? Ich habe kein Rezept. Und diese Angebote, Entschuldigung, einige kenne ich, die gehen genau in diese Fragen nicht hinein, genau nicht in die andere Erzählung. Weil sobald man in die andere Erzählung hineingeht, hat man den Boden verlassen, den man aufbereitet hat. Und dieser Boden heißt Antisemitismus.
Wir haben ganz einfach einen klaren Boden für diese Sachen, Antisemitismus, und dann denken wir, das ist erledigt. Nichts ist da erledigt. Ich bin ab und zu mal in den Schulen, und was sich da so entwickelt hat in den letzten 10, 15 Jahren, lässt mich schon erschaudern, muss ich sagen, an Ansichten und so weiter. Ich weiß, woher das alles kommt, nicht? Das ist klar, es gibt Gründe dafür, aber wie spricht man darüber? Ja, indem man einfach nur diesen Vorwurf in den Raum stellt, hat man nichts erreicht, aus meiner Sicht. Und schon gar nicht aus der deutschen Perspektive, weil das ist, da kommt ja dann sofort die Retourkutsche, sozusagen ist das jetzt meine Geschichte. Ja. Also das geht ganz schnell, habe ich in Diskussionen auch schon erlebt. Deswegen, ich bin da ein bisschen ratlos. Für mich wäre es sehr interessant zu erfahren, ob es da wirklich einen kreativen Ansatz gibt, also jenseits dieser Antisemitismusdebatte, die wir haben in der Öffentlichkeit.